zwischen Bayern und Griechenland bestehen seit langen Zeiten herzliche und direkte freundschaftliche Beziehungen. Das begann schon vor dem griechischen Freiheitskampf 1821, als die griechischen Skulpturen aus Ägina nach München kamen und hier eine Welle der Griechenlandbegeisterung auslösten. Nach 1821, als die Griechen dann um ihre Freiheit gerungen haben, kam die große Unterstützung aus Bayern. Der Kronprinz und spätere König Ludwig war der begeisterte Philhellene. Er schickte Truppen zur Unterstützung des Freiheitskampfes und als die Regierungsformen durch den Tod von Kapodistrias nicht weiter fortgeführt werden konnten, wurde Otto nach Beschluss der europäischen Großmächte und einer Konferenz in London König in Griechenland. 30 Jahre lang dauerte die Regentschaft Ottos. In dieser Zeit wurde aus einem Staat, der alles aus dem Nichts aufbauen musste, eine funktionsfähige, gute staatliche Gemeinschaft mit Kliniken, einem medizinischen Versorgungswesen, mit einem Rechtswesen, und es konnte der Grundstein zu dem Griechenland gelegt werden, das heute in Europa lebt und gemeinsam mit Bayern die gleichen europäischen Ziele hat. Chronia pola Ellada.